Okay. Und das mache ich. Nein! Nein! Mann! Mano! Ich baue einen Scheißring mehr hier! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich nehme jetzt alle meine Sachen und zieh aus! Es reicht! Ich zieh jetzt aus! Ich zieh aus! Nö! Ich mach jetzt. Ich baue hier kein Haus mit euch! Ihr könnt mich am Arsch lecken! Ich packe jetzt alle meine Sachen und zieh aus! Ich zieh aus! Ich nehme den Pinguinkopf mit und den Bären! Yo, wir sind wieder bei uns, haben sie was gewartet mit Hero mit dabei. Hero mit dabei ist unser Hero. Erzfeind. Revinzeit. Ja. Revinzeit, wir hassen ihn ja alle. Und hier, Revi, ich hab noch was zu entscheiden. Ich weiß halt nicht, ob dir das wirklich was bringt. Komm her. Ey, Revi, ich hab noch was für dich. Hey, ja. Revi ist wieder da. Ich weiß, es ist jetzt nicht so geil. Revi ist wieder da, küss mich. Macht mal bitte jetzt keinen Scheiß, ja? Küss mich. Wir haben nicht umsonst ein... Küss mich. Nein, nein, küss nein. Mich. Sag mal, wieso steht da echt eine Tür in unserem Haus einfach? Darf ich die haben? Oder das Schokobus... Ah, Hilfe, Hilfe! Was passiert hier gerade? Was war das? Was war das? Ah, hier war einfach so ein Wirbelsturm drin, Alter. Wo kam der woher? Steph, Alter. Hör auf! Reicht's mir. Meine Hose ist weg! Wer hat meine Hose geklaut? Wer hat meine Hose und meine Diamantachse geklaut? Wie bin ich denn auf einmal auf dieses Schuh? Hallo! Hallo, was? Ich hab keine Diamantaxt. Meine Hose ist weg. Ja, komm doch her jetzt. Ich hab noch eine Diamantaxt. Hier, hier. Und jetzt meine Diamant-Pickaxe. Ne, Diamant-Pickaxe. Ah, doch. Okay, jetzt gehe ich an unserem Haus weiterbauen. Okay. Dupdidu. Ich komme nicht raus. Hallo? La, 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 la. Wo bist denn du? Broken something gay. Sie haben mich getötet, weil sie kleine Fotzen sind. Malte hat nichts gemacht, aber er hat's nicht angezeigt. Er ist ein Kollektivtäter. Manuel, hör auf damit. Manuel, ich ficke dich in den... Manuel, ich hasse dich. Manuel, ich will aus dieser Ecke... Lass aus dieser Ecke raus! Hilfe! Hilfe! Mama! Manuel! So. Okay. Wir haben uns in der heutigen Folge gedacht, wir reden mal über was Sozialkritisches. Und zwar über den übermäßigen Meth-Konsum von Manuel. Manuel, das Problem ist, dass er seit er sieben ist, Meth-abhängig ist. Manuel, und der Problem ist Meth. Ja, und Revis Problem ist seine Intelligenz. Ich bin hochbegabt. Was? Wie bitte? Ja. Wie bitte kannst du das nochmal wiederholen? Ich bin hochbegabt. Wer hat eigentlich meinen großen Rucksack von euch pisst? Ja. Ich hab den und ich wollte ihn dir auch wiedergeben, aber du bist ja die ganze Zeit weggelaufen. Oh, wer ist der Babo? Wer hat gerade beim Minen Diamanten gefunden, hä? Wer ist der Minecraft-Profi unter uns? Das bin ich! Hier bin ich. Wollt ihr mir beim Hausbauen helfen? Oder einfach nur später darin wohnen? Gray oder Yellow? Der war Gray. Dankeschön. Ja, wir wollen da drin wohnen. Also nicht helfen. Also helfen? Ich dachte, du machst das. Ich dachte, ja, du hast doch gesagt, du bist der Baumeister. Wir gehen jetzt mal das machen, wofür wir geschaffen wurden, oder? Für was denn? Ihr seid fürs Rumschwuchteln geschaffen, ihr blöden Ficker. Ihr seid einfach dafür geschaffen, anderen Leuten die Kuppe zu lecken, bis sie ejakulieren und zwar in euer Gesicht. Hast du ein Problem, wenn ich das jetzt mache? Ja, bei mir? Nö, wäre echt geil. Warte, Revi, darf ich dir was zeigen? Ja. Guck mal, da sind meine Freunde, ne? Du musst dir das so vorstellen. Du bist mein Freund, ja. Okay? Guck mal, und dann schalte ich so mein Gehirn aus, mach das hier und das hier. Mhm. Und dann zünde ich das an. Mhm. Weißt du Bescheid? Wer hat das gemacht? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, PewDiePie's Hero Projekt. Auf jeden Fall, Was? Ja, PewDiePie's Hero Projekt. Gebt mal einen Daumen hoch bei Broken Samson PewDiePie's Hero Pie, Hero Pie Projekt, so, ja. Und Hero bei, ja. Und bei Revi einen Daumen runter. Nein, nicht, die machen das wirklich. Geht einfach hin und disliked seine Folge. Nein! Warum nicht? Ja, warum denn auch?
Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben. Ja, ich habe nur gedisliked, weil ich den Like-Button nicht gefunden habe. Das ist unfair. Das ist unlauterer Wettbewerb. Okay, dann mach das nicht. Mach das trotzdem. Manuel? Nein, er war nur Spaß. Wir sehen uns im Sommercamp. Jetzt hier. Hallo. Darf ich dir noch was zeigen? Ja. Ach genau, warte, so ist es noch besser. Du musst unten stehen, okay? Warte, ich muss da hochkommen. Ich will gar nicht wissen, was ich da mache, Alter. Aua, du machst mir ey, du machst mir Schaden, du Pisser. So, guck mal, da unten sind meine Freunde am Kämpfen, ne? Gegen Monster. Du stehst für meine Freunde, okay? Okay? Okay. Und das mache ich. Nein! Nein! Mann! Mann! Oh! Ich baue einen Scheißring mehr hier! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich nehme jetzt alle meine Sachen und zieh aus! Es reicht! Ich zieh jetzt aus! Ich zieh aus! Nö! Ich mach jetzt. Ich baue hier kein Haus mit euch! Ihr könnt mich am Arsch lecken! Ich packe jetzt alle meine Sachen und zieh aus! Ich zieh aus! Ich nehme den Pinguinkopf mit und den Bären! So. Den Pinguinkopf sicher nicht! Der Bär ist mir! Jetzt könnt ihr gucken, wen ihr. Ich hasse euch, ne? Ich zieh jetzt aus, ne? Du gehst jetzt, ey? Ich zieh jetzt aus! Aber ich hab dir doch gar nichts getan! Ich wohne jetzt bei Concrafter, so. Ja, okay. Oh, wenn du da hin. Oh. Das, ne? Dann sind wir auch nicht traurig, wenn du weg bist, du besser. Bringst du Hurensohn in den Arsch! Mann, das ist voll scheiße! Ich baue uns ein schönes Haus und du machst einfach kaputt! Ey, ich wollte dir nur die Thematik näher bringen, was letzte Folge passiert. Ich wollte dir nur, ich brauch Geld für Crystal Meth, deshalb lasse ich Obdachlosen auf der Straßenbahn ein. Manuel, verdammt. Ich blass den auf der Straßenbahn ein. Ja, also, wenn ihr irgendwo einen Menschen sieht, der auf der Straßenbahn. Halt die Fresse, ich bin der Krasseste am Pausenbrot. Und dort irgendwelchen Obdachlosen Pimmel leckt. Dann bin ich das. Ich hasse okay, dich so. Also was hast du jetzt so gesagt? Tja, jetzt wissen alle, dass du gay bist, Manuel. Jetzt ist dein Geheimnis geleakt, du Hurensohn. Jetzt wirst du leiden. Okay, Jungs, lass mal ein bisschen Scheiße bauen. Hä? Was? Ein bisschen Scheiße bauen. Ich bin noch so, ja, ich möchte mal rausbauen. Ich komm zu gar nichts. Und jetzt? Lass mal Scheiße bauen, Brudi. Hä, hey, Brudi, ein bisschen Scheiße bauen. Ja, schlag was vor. Okay. Zünde du Conker das Haus an. Was? Alle haben in die Kommentare geschrieben bei euch, zündet Conker das Haus an. Halt, stopp, nein. Gib mir ein Feuerzeug. Nein. Jetzt zieh ich aus, Alter. Zieh nebenan zu mir. Lass mal eine WG aufmachen, wir drei. Ja, okay. Guck mal, ich bin hier schon wieder am Reparieren. Ja, du kannst da schon mal Fußboden verlegen, wenn du willst, du Ficker. Du. Ich bin Parkettmeister, ich schwöre. Deine Mutter ist Parkettmeister im Stripclub. Die Boda, ja. die Wichter, die Wichse vom Boden. Die blöde Hure. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Mama, wenn du das siehst. Entschuldigung. Der Junge kann nichts zu sein Down-Syndrom. Gib mal bitte. Ah, nee, ich frag mal. Habt ihr Knochen? Ja, in meiner Hose habe ich einen. Kann ich dir mal. Oh, nee. Hey, das war gemein. Ich glaube, hier sind Gespenster oder sowas. Hier wieder raus, ne? Kennt ihr das, wenn ihr denkt, es ist ein Gespenst in eurem Zimmer und eure Hose bewegt sich plötzlich irgendwas? Das ist normalerweise immer dein Penis. Ich sehe Malte, der ist in der Höhle. Ich würde gerne mal hier wieder raus. Geht nicht. Merkt das schon. Boah, Mensch, ey, Revi. Ich habe gerade ein Hühnchen getötet. Wer ist der PvP-Pro? Wer ist bitte der PvP-Pro? Du! Du hast das Hühnchen gerade voll gesnackt. Wer ist denn da? Nee, das ist falscher Hals. Hallo, nein. Das ist Konkraft. Ja, das Holz ist chillig. Das ist aber nicht das Richtige. Na, wobei, das nimmt man. Ich mag das Holz aber als Boden. Als Boden ist das voll chillig. Okay. Wir müssen noch Vincent deportieren, ne? Also rüberfahren. Deportieren war sowas von der falsche Ausdruck. In seinem Rollstuhl, Alter. Leckt der Server gerade bei euch auch? Nein, das Einzige, was leckt, ist deine Mom an meinem Pimmel. Nee, wirklich mal, leckt der Server bei euch auch? Nein. Bei mir leckt er aufs Übelste. Hallo? Ja, wegen deinem Internet.
Versteht man mich denn noch? Hi. Du schwul? Ah! Ich sterbe! Hilfe! Ich muss das Schokobo töten! Hilfe! Hilfe! Nein! Ich muss das gelbe Schokobo töten! Ich komme hier nicht runter! Was? Hilfe! Marlo, wie komme ich vom Schokobo runter? Wie komme ich da runter? Was? Ich habe nur 3 Herzen! Wie komme ich da runter? Oh Gott! Ich bin an das Schokobo gegangen und das wollte mich töten, das vom Teufel besessen oder sowas. Das ist richtig. Ey, das ist nicht lustig, Manuel. Das ist voll. Ah. Okay, weiter geht's. Wieder zu Hause. Hero, das ist mein Projekt. Ich bin der. Freund, ich bin Malte und sing schöner. Was? Das Hallo? Ist Schnauze mal bitte. Dankeschön. Hä, hey, hier leckt es voll. Hallo? Das, wie gesagt, dein Internet leckt. Aber man versteht mich doch, oder? Was hast du gesagt? Halt die Fresse. Kann ich in unserem neuen Haus die Stelle für das Erz machen, wo das hinkommt? Ja, was ist das Erz? Ich glaub, hier spukt's. Minenarbeiter. Minenarbeiter sind schwul. Ich glaub, hier spukt. Minenarbeiter sind cool. Ich glaub wirklich, dass es hier spukt. Ja, deswegen ziehen wir aus, ne? Nein, also ich weiß nicht, irgendwie. Es ist gerade ein ganz komisches Karma am Server. Ich glaube, hier explodiert gleich irgendwas oder so. Oder gleich spawnt einfach so ein Mega-Boss. Und der heißt ungespielt der Untote. Fresser. Fresser. Boah, kennst du das? Wissen. Kennst du das Buch mit diesem Maulwurf, der sich fragt, wer auf den Kopf geschissen hat? Ich kenne das, glaube ich, tatsächlich, was du meinst. Das sagt mir jetzt irgendwas. Das heißt, der kleine Maulwurf, der wissen will, wer hat ihm auf den Kopf gekackt. Was? Ja, war die Propagandaperson Revi? Nein. Dann kenne ich's nicht. Warum sollte ich denn in so einem Buch mitspielen? Ja, weil du doch gerne deine Exkremente an anderen Leuten verteilst. Ja, aber ich habe mir nicht auf den Kopf kacken lassen. Ich kacke auf den Kopf. Aber, ja, du, ja, und der Maulwurf will herausfinden, wer das war. Und du warst es ja. Oh, jetzt habe ich die Geschichte gespoilert, sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, unser Haus wird ziemlich gut. Gib mal was Holz, Manuel. Gib jetzt! Chill mal! Jetzt! Abo, mein Telefon ist vibriert. Ich habe so viele Backpacks in meinem Rucksack, aber ich habe einfach keinen Bock, die aufzunehmen. Ah! Ups. Wir bauen unser Haus, Alter. Was ist los mit uns? Wir haben echt eine Behinderung, kann das sein? Ja. Also, ich finde euch scheiße. Lass mal scheiße bauen, Brudi. Brudi, lass mal scheiße bauen. Heirate mich! Ach, scheiße. Nein! 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 Nein. Ja! 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 Hallo? Wo bist denn du? Hauptsache Revi steht einfach immer noch auf dem Dach. Ja, der hängt fest. Hallo. Hä? Wo hast du Schaden bekommen? Hier spukt's. Malte, was machst du da? Malte, was soll... Wir müssen doch irgendwo unser Erz lagern. Was ist das? Das ist das Erzlager, du Hurensohn. Alter! Das kann jetzt Baumeister nicht Goose heißen. Ja, dann bau es doch selber nach. Ich baue das jetzt hier, ist schön. Der Grundriss. Mach da irgendwas. Nee, ich hab's jetzt verschönert. Guck mal vorne an der Eingangstür, bitte. Hä? Siehst du das nicht? Was ist das? Ein Pinguin. Manuel, hörst du bitte auf? Manuel! Ich hab dich nicht mehr. Du sollst mithelfen, Manuel. Es geht um Produktivität. Wir wollen doch ein Solar Array haben. Solar Array? Ja. Und dann müssen wir Simons Juju Meta klauen. Oh, Meta meinst du? Oh. Sollen wir einfach auf einer Baustelle wohnen? Ich möchte nicht so wohnen, wie du momentan bist, Alter. Hey, das ist keine Baustelle. Es hat nur kein Dach. Außerdem, die Folie, die mich umgibt, ist winddicht. Also, was willst du?
Hä, warum kriegst du Schaden, wenn du mir Punches gibst? Das läuft bei mir. Thorns, Alter. Geil. Willst du mir noch eine klatschen? Nein, ich will jetzt hier mit dem spielen. Von wem ist das? Von Malte. Was passiert, wenn er stirbt? Dann stirbst du. Schon wieder? Okay. Jungs, bevor die Situation eskaliert, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Deine Haut Mutter rein. Verabschiedet sich an meinem Bett, wenn ich sie in den Arsch gefickt hab. Oh ja, Revi, ich bin die Mutter von Manuel. Oh ja, geh mir richtig dreckig. Geh mir dreckig hier in meine Fatze, ja. Oh, das ist geil. Das ist geil. Okay, tschüss.